Klimaaktivistinnen der Gruppe Letzte Generation haben am Donnerstag den Flugbetrieb am Hauptstadtflughafen BER für fast 2 Stunden lahmgelegt. Nach Angaben der Bundespolizei verschafften sich 2 Gruppen bestehend aus jeweils mehreren Menschen Zugang zu den Start- und Landebahnen. Einige von ihnen hätten sich am Boden festgeklebt. Kurz vor dem Betreten des Flughafengeländes informierte die Letzte Generation nach eigenen Angaben die Polizei per Notruf über ihr Vorhaben. Die Aktivistinnen wollten gegen die Klimaschädlichkeit von Flügen protestieren. Der Berliner Flughafen stoppte den Betrieb auf beiden Start- und Landebahnen. Entwarnung kam gegen 18.15 Uhr und beide Pisten konnten wieder freigegeben werden. 5 Starts mussten durch die Aktion gestrichen werden, davon waren dem Flughafen zufolge 750 Passagiere betroffen. 15 geplante Landungen wurden etwa nach Leipzig oder Dresden umgeleitet. Nach der Aktion nahm die Polizei mehrere Menschen in Gewahrsam. Gegen die Aktivistinnen werde Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Flugverkehr, Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung erstattet, teilte das Polizeipräsidium Brandenburg auf Anfrage der Deutschen Presseagentur mit. Bundesverkehrsminister Volker Wissing kritisierte das Vorgehen der Aktivistinnen scharf. Das Demonstrationsrecht sei zwar ein Grundrecht, doch die Aktionen der Gruppe würden immer skrupelloser, teilte der FDP-Politiker am Abend über eine Sprecherin mit. Bundesinnenministerin Nancy Faeser sprach von einer erneuten Eskalation. Diese Aktionen zerstören wichtige gesellschaftliche Akzeptanz für den Kampf gegen den Klimawandel, sagte die SPD-Politikerin. Die Letzte Generation hatte in den vergangenen Wochen immer wieder den Straßenverkehr blockiert, sich an Gemälden in Museen festgeklebt und am Mittwochabend vor Beginn eines Konzerts in der Hamburger Elbphilharmonie an einem Dirigentenpult. Das Konzert habe mit 6 Minuten Verspätung beginnen können, nachdem die Aktivistinnen die Bühne verlassen hätten, sagte ein Sprecher der Elbphilharmonie. Selbstverständlich wünschen wir uns störungsfreie Konzerterlebnisse für unser Publikum. Wir verstehen aber auch die von den jungen Protestierenden friedlich zum Ausdruck gebrachte Sorge um unsere natürlichen Lebensgrundlagen, so der Sprecher weiter. Ziel der Klimaaktivistinnen ist es, öffentliche Aufmerksamkeit auf die Folgen des Klimawandels zu lenken und PolitikerInnen zum Handeln aufzufordern. Sie ernteten für ihre Aktionen bereits viel Kritik. In einer Umfrage hielten 86% der Befragten die Proteste für kontraproduktiv.